Nintendo. So, hallo, hallo und willkommen zu meinem ersten Let's Play. Wir spielen Paper Mario. Ja, mein Name ist Lightspeed1000 und ich begrüße euch herzlich zu meinem ersten Projekt. Und zwar ist es Paper Mario für den Nintendo 64. Ja, wie ihr seht, wir spielen die englische Version, da die deutsche nicht so ganz bei mir funktionieren mag, aber das wird uns weiter nicht stören. Ich werde mich einfach bemühen, für euch so gut wie möglich zu übersetzen. Und ich will einfach mal sagen, ich bin der Light. Und wir fangen einfach mal an. Genau. So, First Play und Start. Ja, und wir sehen gleich, wir sind Mario. Wer das Spiel kennt, der wird natürlich Bescheid wissen. Und wir bekommen Post. Natürlich schauen wir gleich nach, was da wohl für ein Brief gekommen sein mag. Und unser Bruder Luigi nimmt natürlich den Brief an. Hey Mario, wir haben einen Brief von der Prinzessin erhalten. Ich werde es für dich vorlesen, okay? Also, lass mal sehen. Ich schmeiße eine Party an mein Schloss, Mario und Luigi. Ich würde mich geehrt fühlen, euch beide hier anzutreffen. Viele Gäste von weit und fern werden die Stadt besuchen und, hoffe euch zu treffen. Ja, natürlich. Hier findet es allerlei Süßigkeiten und wunderbare Belustigungen sehen. Ja, genau. Englisch voll bin. Ich hoffe, ich werde euch beide hier sehen. Euer Peach. Und natürlich, was machen wir? Wir überlegen gar nicht lange und machen uns auf den Weg in Richtung Schloss. Mit einer coolen Animation. Ja, man merkt schon, das Spiel ist sehr auf Papiergrafik, würde ich jetzt mal so nennen, angelegt. Das wird man auch im weiteren Verlauf des Spiels noch sehen. Also es gibt manchmal recht lustige Animationen. Wie zum Beispiel auch die Laufanimation, finde ich ganz witzig. Ja, und jetzt schauen wir mal. Ja, das Schloss, sehr schön hergerichtet. So viele Gäste finde ich jetzt zwar nicht, aber naja. Was für ein großartiges Schloss. Ich gewöhne mich nie an diesen Ort. Sieht so aus, als ob viele Gäste schon hier sind. Ja, und wir können hier rumlaufen und springen und ja, dann schauen wir uns doch erstmal um. Und mit der R-Taste oder auch Z, wie es damals auf den N64 war. Ich spiele sie auf einen Emulator. Da mein Grabber nicht funktionieren will, ich weiß auch nicht warum. Naja, wir schauen uns erstmal um. Hallo. Ah, grüß dich Mario. Kennst du Frost T hier? Nee, kenne ich nicht. Er ist den ganzen Weg von Shiver-Region gekommen, wo wir später auch noch hinkommen werden. Das weit im Norden liegt. Ja, hi, du bist dann dieser Shiver D. Prinzessin Peach ist so eine wunderschöne Lady. Genau wie mir gesagt wurde. Es war wirklich wert, hierher zu kommen. Ja, Mario, bitte komm und besuche uns in der Seele. Ja, werde ich machen, natürlich. Und natürlich erstmal schauen, ob wir hier irgendwas haben. In den Räumen. Ich bezweifle es zwar, aber... Ah, ist zugeschlossen. Alles klar. Na, dann schauen wir jetzt doch da um. Ah, wer bist du denn? Ah, hallo Mario. I'm Tasty. Tasty. Ha, verstehst du? Schenkelkoppe. Ich mag es sehr zu kochen. Herzchen. Du magst es nicht wissen, aber ich koche für alle Partygäste. Na, leckt mich am Arsch. Das ist aber ganz schön so dünn, alte Frau. Ich mache die besten Gerichte in der ganzen Welt. Naja, Englisch war der wenig, ich sag's immer wieder. Aber, mein Lieber,
Ich war so in die Kochen vertieft, dass ich meine ganzen Zutaten verbrauchte. Jetzt muss ich shoppen gehen. Ja, dann viel Spaß. Ich hau ab. Naja. Ich würde sagen, langsam haben wir uns noch umgeschaut und wir besuchen mal die Prinzessin. Das ist ja schließlich der Grund, warum wir hier sind, nicht wahr? Dann machen wir mal hier die Tür auf. Oh, noch ein Raum. Ja, hier sind schon mehr Gäste, das sieht man schon. Scheint ja eine tolle Party zu sein. Aber wir wollen jetzt die Prinzessin suchen. Und die ist hier oben irgendwo. Ja, Treppen, 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 Treppen. Upf, upf, upf. Und dreh, dreh. Noch eine Tür. Ja, ganz schön langer Gang, nicht wahr? Oh, da ist ja schon die Prinzessin. Oh, Mario. Du bist gekommen zu meiner Party. Du bist so süß, danke dir. Ja, klar, weiß ich Bescheid. Kein Problem. Ich war ein bisschen ausruhen. Ich werde müde, die ganzen Gäste zu begrüßen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Niemand wird uns stören. Sollten wir uns ausruhen und ein bisschen quatschen? Nur wir zwei? Ja, natürlich. Für was anderes bin ich gar nicht da, ne? Ne? Es war so ein wunderschöner Tag heute, so... so ist es bestimmt wunderschön auf dem Balkon da draußen. Willst du mich begleiten, Mario? Ja. Oh! Hilfe, Erdbeben, nein! Was ist da nur los? Und die Bäume fallen um. Uff, ich finde die Animation so lustig. Wunderschöne Grafik ist wunderschön. Oh nein, was steigt da aus dem Boden? Könnte das... Sieht fast so aus wie Bowser. Was hat der damit schon wieder zu tun? Und die rennen. Ah, ah. Oh nein, ein fliegendes Schloss. Was wird da nur passiert sein? Man weiß es nicht. Und? Oh, bist du auch noch Mario? Was in der Welt war das? Ja, man weiß es nicht. Oh mein Gott, schau Mario, es ist immer noch Tag, isn't it? Ja, isn't it, ne? Ja, aber ich kann schon die Sterne sehen. Ja, ich würde mal den Arzt aufsuchen. Ne? Oh nein, Bowser. Wer hätte das nur erwartet, ein Mario-Spiel auf Bowser zu treffen? Ja, Wahnsinn. Ha, ha, ha. Lange Zeit nicht gesehen, Prinzessin Peach. Bowser! Aber das kann nicht sein. Epische Skype-Sound ist episch. Du bist es gewesen, der den Boden bewegen hat. Zittern hat lassen, nicht wahr? Ja, natürlich. Werden sonst? Ja. Ja, das war ich. Ich habe dein Schloss in den Himmel erhoben. Und es sitzt auf meinem Schloss jetzt. Hast du nicht erwartet, ja? Haha. Das Schloss ist unter meiner Kontrolle, mein Liebchen. Jetzt wirst du mir gehorchen. Aber natürlich episch wie wir sind, stellen wir uns Bowser in den Weg. Wer hätte das erwartet? Was? What? Das ist Mario? Was für ein Schock. Naja, nicht wirklich. Ich habe schon erwartet, dass du hier auftauchst. Du bist genauso nervig wie immer. Unglücklicherweise kannst du diesmal nichts gegen mich tun. Hast du deine Lektion immer noch nicht gelernt, Bowser? Du kannst Mario nie besiegen. Warum gibst du mich einfach auf? Sicher, sicher. Ich hatte aber ja Probleme in der Vergangenheit, aber das ist... Geschichte. Diesmal werde ich gewinnen. Okay, taffer Junge. Lass uns tanzen. Und da sehen wir schon auch... Ja, Peach, was willst du? Mario, du kannst es schaffen. Ja, natürlich. Da sehen wir auch das Kampfsystem von dem Spiel. Wir haben zwar jetzt noch nicht viele Möglichkeiten, aber das wird sich noch im Laufe des Spiels ändern. Links oben sieht man eine HP-Leiste. Wir haben momentan noch 10 HP. Aber das wird sich auch noch ändern. Dann rechts davon sind die FP, Flower Points oder auch Blumenpunkte. Damit können wir später Spezialattacken einsetzen. Und die Sterne sind Erfahrungspunkte und Münze sind Münze, weil ein normales Spiel zu erwarten ist. Und wir haben die Auswahl zwischen Strategien, Items und Springen.
Moment können wir aber nur noch springen, also dann warten wir gar nicht lange und springen auf Bowser. Blub! Das macht auch einen Schaden, wie man sieht. Und er greift uns natürlich auch wieder an, was uns auch einen Schaden macht. Sehr spannender Kampf, ist spannend, nicht wahr, Leute? Da, wieder ein Schaden. Ist schon klar. Und wir greifen wieder an. Wieder ein Schaden. Aber was passiert jetzt? Guter alter Mario. Immer kämpfen. Vorn weiß ich gerade nicht, aber egal. Aber heute werden deine lächerlichen kleinen Attacken mich nicht verletzen. Schau dir das an. Schau dir, was ich vom Star Heaven gestohlen habe. Das ist der Star Rod. Dieses gute Ziel hat die Macht, alle Wünsche zu erfüllen in der großen weiten Welt. Und wenn ich diesen Stab benutze, meine Stärke zu erhöhen, kannst nicht mal du mich besiegen, Mario. Blink, leucht. Wow, was geht ab? Magst du das, Mario? Ja, und man sieht schon, er macht uns jetzt 3 Schaden. Und da wir nur die Hälfte von unseren HP haben, sind wir auch schon in Danger. Und was ist das? Unsere Angriffe haben keine Wirkung. Nein! Oh, sieht langsam aber echt schlecht aus für uns. Naja. Ja, genauso wie ich es erwarte, Mario ist kein Gegner mehr für mich. Er ist nicht mal die Zeit wert. Lasst uns das beenden, Mario. Here we go! Gute Nacht. Ja. Feuer! Und 10. One-Hit war das. Ja. Cool. Mario ist am Boden, Peach bedrückt. Hallo, Mario! Get up! Yeah! Oh yeah! Ich habe es geschafft! Ich habe es endlich geschafft! Ich habe Mario besiegt! Yeah! Congratulations! Also, herzlichen Glückwunsch für deinen Sieg, eure Boshaftigkeit! Das ist es, warum du der König bist, Bowser. Ja, solange ich dieses Sternenzepter habe, kann mich niemand aufhalten. So. Und jetzt werde ich endlich diesen Mario los. Pam! Und da hat er uns weggebämst. La la la. Oh no, Mario! Ja, Bowser lacht sich einen ab, wie man sieht. Und wir fliegen und fliegen und fliegen. Und wir fliegen. Ja. Und was passiert jetzt? Und damit sind wir im Prolog. Ein Flehen von den Sternen. Das ist auch das erste Kapitel. Und wir machen gleich weiter. Ja, man sieht, unser Mario liegt am Boden und kann sich anscheinend nicht bewegen. Was ist da noch los? Oh, Sterne! Wir sehen schon Sterne! Oh Gott, es ist weit hin mit uns. Aber natürlich sind das keine gewöhnlichen Sterne, wie man schon erkennen mag. Oh, den Himmel sei Dank! Er hat sich nur leicht verletzt. Ich kann ihn genesen. Aber Bowser hat das Sternenzepter. Jetzt ist er stärker als Mario. Es ist hoffnungslos. Alles ist verloren. Alle, beruhigt euch. Solange wir zusammenhalten, gibt es immer Hoffnung. Nun, unser Schicksal liegt in Marios Händen. Wir müssen versuchen, ihn zu beleben. Versammelt euch um ihn und schickt Mario unsere Kräfte.
Ja, puh, das war's. Das ist alles, was wir momentan tun können. Mario, bitte steh auf, bitte. Tja, Leute, und meine Zeit neigt sich langsam dem Ende. Das war der erste Part meines... Ja, sei bitte ruhig. Das war der erste Part meines ersten Projekts. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und macht's gut. Bis dann.